Hallo, hallo, hallo. Du wolltest doch schnippen. Ich wollte schnippen? Ja. Schönen Gruß nach Buxtehude. Ja! Ja, Gonzales und Clint, die schnippen immer bei ihren Reaction-Videos oder haben das mal gemacht. Fand ich gut. Dann ist das so gefallen, das ist unglaublich. Ja, fand ich gut. Wir machen heute wieder ein Reaction-Video mit Shoki Banuki und heute gucken wir uns Songs aus der Bohne an mit Julian Bam, aber das natürlich dann nach dem Intro. Shoki Banoki Reaction schonungslos. Wir gucken uns das Video von Julian Bam an. Natürlich von vorne, ist ja klar. Ja, von hinten wäre schlecht. Und wir kennen es noch nicht, wir haben es noch nicht wirklich gesehen. Wir haben jetzt mal gerade die ersten 20 Sekunden mal reingeschaut. Und wir gucken mal, was Julian Bam da zum Besten gibt. Und ich bin echt mal gespannt. Ich glaube, die nehmen Pillen. Ja, könnte sein. Ja. Also, ab dafür. Ich gehe jetzt in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald. Bist du wach? Was machst du hier? Da bin ich aber auch wach. Hättest du mir das schon später wiedergeben können? Keine Zeit, Mann. Ich habe nachher noch ein Date. Ach echt? Und wie heißt der? Ja, ein Date. Witzig. Also ohne Scheiß, wenn du mich so wecken würdest, ich würde dir in die Fresse hauen. Auch wenn ich danach noch 10 in die Fresse kriege, weil du stärker bist. Aber ich würde dir echt in die Fresse hauen, ohne Scheiß. Ehrlich, da hat es das echt verdient. Das würde ich mich gar nicht trauen, weil ich das selbst nicht wollte, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, weil das Echo dann irgendwann mal wäre so krass. Aber warte, ich habe hier noch was für dich. Das ist der neueste Stein. Pillen. Was ist das? Das habe ich im Vorspann schon gesehen. Das ist ein magischer Boden. Jede Bohne steht für eine Musiker. Ey, du musst auf jeden Fall eine ausprobieren. Ich war gestern Abend Sido. Er war Sido. Er war Sido. Nimm eine. Ey, nee, lass die Kacke hier nicht liegen. Ah ja, vergiss nicht. Heute Abend Steak essen bei Rezo. Du bist dran mit Einkaufen. Ich will meinen Schlüssel zurück. Steak essen bei Rezo. Du bist dran mit Einkaufen. Ich meine, die gehen irgendwo hin und müssen Essen mitbringen. Also, wahrscheinlich hat er eine Pille drin, obwohl es nur Musikerpillen sind, die ihn zu Rezo macht und sie dann zu Hause essen. Oder? Keine Ahnung. Also irgendwie gerade mysteriös, was die da erzählen. Wird sich zeigen. Wird sich, ja. Lass mal auf. Selber. Ja, richtig. Also er nimmt die Pillen an sich. Ach, ich muss noch einkaufen. Oh. Guter Schnitt übrigens. Fuck! Ein Foto mit dir machen. Ey, bitte heute nicht mit mir. Spacko, was hat der denn für ein T-Shirt an? Revi, Army. Ey, bitte, einfach ein anderes Mal. Mach mal den hier. Mach mal den, dass ich hier reingucken. Mach mal den, dass ich mal reingucken. Achso, hast du verstanden? Der wollte, mach mal den, ich will reingucken, damit er eine gelatscht wird. Ja, ja, ja. Komm, mach mal, ich will mal reingucken, ich will reingucken, ich will einen in die Fresse haben von dir. Spacko. Nimm eine. Carrot Bang, kennst du den? Du elender Hund, guck doch mal, wie ich grad aussehe. Du bist das Erste, was da steht, wenn ich aus dem Haus geh. Du hast Glück, dass ich dir nicht gleich meine Faust geb. Merkst du nicht, dass du grad auf mein Schlauch stehst? Dann mach ich ein Foto und dann verpiss dich. Was meint er mit Schlauch? Also was meint er mit Schlauch? Wenn du auf meinem Schlauch stehst? Ja, wenn du auf meinen Schlauch stehst. Ja, genau, ja, das war ja. Wenn du auf meinen Schlauch stehst. Mit meiner Faust in dein Gesicht wie ein Panini. Du pubertierende Generation Instagram-Teenie. Hau ab, guck, da drüben steht Julienko und Bibi. Ey, Julian, krieg noch ein Autogramm von dir? Alter, jetzt will er noch eine Unterschrift. Das wundert nicht, denn ich mach 100 Klicks. Jetzt komm mir bitte nicht mit diesem Hundeblick. Nimm dein Autogramm und hau ab, sonst gibt's einen Unterleib-Kick. Und du nach Hause humpelst, während der King deine Mutter trifft. Ey, jetzt noch eine Videogrußbotschaft für meine Klasse, die 2B. Ja, der nervt den Handy und lass mich doch raus, bevor mein Burger aufs Haus taucht. Hallo, ihr Pisser von Klasse 2B. Check mein neues Album und hau den Typ, der neben mir steht. Kannst du das alles nochmal für meine Klassenkameraden machen? Boah, Alter. Ich grüße dein Video. Moin, moin. Ey, Bruder, gib mal 80 Autogramm. Boah, stell dir mal vor, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist wahrscheinlich auch deswegen als Idee entstanden, weil der andauernd, wenn er irgendwo auf der Straße ist, ja, solchen Spackos begegnet. Normal, ey. Das ist ja genau das Ding. Es laufen nur so Ptinis rum und dann. Aber das kennst ist du ja, mal, Selfie, ja, kennst du ja. Mal Unterschrift? Ja, die Unterschrift gibt es ja gar nicht mehr so richtig. Die wollen ja, alles muss durch damit verdient er Geld, das ist sein Kundenklientel. Achso, stimmt, das hat er auch, hast du auch recht.
Tische bauen. Hast du Harry Potter nicht gesehen, oder was? Ey, das war so krass. Ich bin gerade beim Friseur, ich rufe dich später wieder an. So, fertig. Wie gefällt es dir? Alter Schwede, Marge Simpson oder was? Kannst ruhig ehrlich deine Meinung sagen. Eieiei, jetzt kommt eine Anzeige, das gibt's ja wohl gar nicht. Jetzt müssen wir mal, also wirklich, jetzt kommt rote Grütze-Anzeige. Wollen wir nicht haben, ne? Ja, müssen wir mal hier Überblendung machen und dann einfach mal einen Hintergrund laufen lassen, diese dusselige rote Grütze-Anzeige. Wie fandst du bisher das Video? Ja, fand ich nicht schlecht. Er hat immer so ein bisschen seine Sidekicks auch noch. Muss man genau zuhören, weil vieles steht bei dem zwischen den Zeilen. Finde ich ganz geil so. Geht ja viel zu schnell für meine Ohren, ehrlich gesagt. Ja. Also ich verstehe den Text das irgendwie. Das ist auch für eine andere Generation gemacht, glaube ich. Findest du? Ja, wir sind zu alt. So, was kommt jetzt? Was war das jetzt? Lass uns ganz kurz. Also, warte mal, du musst mal überblenden. Das war. Was sagst du? Was war das gerade? Das stand auf der Pille. Achso, Moment, du musst auf der Pille. Auf der Pille. Stand. UFO 361. Ah, okay. Kennst du UFO 361? Ich hab schon mal gehört, ja. Echt? Nicht nett. Oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße auf meinem Kopf? Digga, guck mal, wie ich aussehe, wie ich aussehe. Nee, guck mal, wie ich aussehe. Marge Simpson, das ist nicht dasselbe. Guck mal, wie ich aussehe, guck mal, wie ich aussehe. Nicht dasselbe, nicht dasselbe, nicht dasselbe. Ich heiße Shawn Mendes, Shawn Mendes, Shawn Mendes. Guck mal, das ist Shawn Mendes, Shawn Mendes, Shawn Mendes. Ich glaube, wenn du als Asiate aussehen willst, wie Shawn Mendes. Guck mal, das ist Shawn Mendes, Shawn Mendes, Shawn Mendes. Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber es scheint dir zu gefallen, oder? Ja. Also. Genau, jetzt die Mütze noch auf. Wie? Oh, Julian hier. Auf der Kackstation, guck mal. Oh, jetzt kannst du dir mit viel handwerklichem Geschick einen schönen Kratzer basteln. Kratzer basteln? Naja, wenn kein Papier mehr da ist, musst du ja trotzdem irgendwie. Achso, ein Kratzer basteln aus dem Papier, meinst du? Nee, aus der Restrolle. Aus der Restrolle. Kannst du die so auseinanderpulen? Die hat ja auch eine relative. Ja, Länge. Kannst du dir schon. Dann ist es aber richtig hart. Ja, hart hin oder her, das hätte sich vorher überlegen müssen. Da guckt man auch mal hin, bevor man sein Ei legt. Ja? Stimmt. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Tipp. Bevor man das Ei legt, gucken, ob Papier da ist. Elementares Grundlagenwissen. Ja. Und wenn du noch zeitlich Puffer hast, besorg dir vorher Papier. Ja. Wenn ja. Du nicht mehr, wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Dann. Also niemals in öffentlichen Toiletten das große Geschäft hinauszögern bis zum geht nicht mehr. Weil wenn kein Papier da ist, hast du noch ein größeres Problem. Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Mhm, lustig. Hat er eigentlich nur seine Hose an? Der hat aber keine Unterhose. Ist der. Warte, guck mal. Hast du es gemerkt? Der hatte keine Unterhose an. Hat er die Unterhose schon hochgezogen oder was? Die hängt bestimmt in der Kniekehle. Der macht das auf zwei Etagen. Aber das ist doppelt. Ja, nee, ja. Aber hier mal hier. Ja. Krass. Naja, gut. Was ist denn für einer? Ed Sheeran. Was guckst du so? Hast du noch nie einen nackten Hobel gesehen? Kann man nicht mal in Ruhe von der Schüssel kommen, um sich eine kleine Kackpause zu nehmen? Du denkst sicherlich, dass ich ein perverser Psycho bin. Nein. Ich weiß, das sieht komisch aus mit deiner Gitarre vor meinem Ding. Du denkst, ich bin. Was schaust du mich so schief an? Ich singe doch echt gar nicht mal so schlecht. Kann man denn jetzt nicht mehr ein Ständchen halten bei seinem Geschäft? Ich brauche endlich Klopapier. Hörst du mich? Ach, guck mal, der sitzt auf dem Boden, der sitzt auf der Schüssel und sowas. Das hat die ganze Zeit im nackten Arsch, ne? So nebenbei. Hast du es kapiert und wird ja, es den Gedankengang habe ich geschickt verdrängt, bis du es mir da nur in die Nase gerieben hast. Eine Socke. Wieso hat er denn die Socken ausgezogen? Achso, das ist seine Socke. Ach so! Ah! Geile Idee! Cooler Plan, Mann! Geht's dir gut? Oh Gott, was ist los mit dir?
Pietro Lombardi. Ah, genau. Und genau in dem Moment muss Werbung ankommen, ist ja klar. Dann machen wir wieder hier zacki, zacki. Mhm. Überspringen wir das mal. Mann, ey, wie lange geht denn diese olle Werbung? 5 Sekunden? Nee, Quatsch. Ich kann 5 Sekunden überspringen. Was kannst du bei Pietro Lombardi? Da macht er jetzt einen auf Womanizer. Der macht jetzt ganz, ganz geschmeidig den Womanizer, ja. Ja, genau. Schickt ein Signal, Gelato bis Copacabana. Perfekt vom Kopf bis Fuß, Bella. Doch es gibt eines, was ich nicht mag. Hab kurz überlegt, wie ich dir sag. Nimm jetzt meine Mutter zur Frage. Was ist das denn? Sieh das? Was haben die da? Spinat. Hast du das im Spiegel nicht gesehen? Hast du deinen Kopf im Munde kleben? Ist das Salat zwischen deinen Zähnen? Ist das Salat zwischen deinen Zähnen? Ich bin nachher auch schon. Oh, das ist ja peinlich, was zwischen den Zähnen. Warte. Hier? Kannst du mir dabei helfen? Eine Größe. Die halbe Biomülltonne. Oh mein Gott, ey. Wer ist Stella? Das ist Stella. Du bist einfach nur krank, Mann. Bruder, meine Eltern kommen. Eine Woche, bitte. Okay, die holst du später mal wieder ab, ja? Oh, danke. Du hast gut, du hast das gut. Oh. Danke. Alter, Scheiße, ey. Oh, du kommst in den Kofferraum, Alter. Oh. Oh, Rotwein ausgelaufen. Jetzt noch Stella. Du machst alles dreckig hier, ey. Oh, Rotwein ausgelaufen bedeutet. Was haben wir denn hier? Blut. Das ist ganz klar eine Leiche. Oder was denken Sie, Herr Kollege? Ja, definitiv eine Leiche. Nein, nein, das ist keine Leiche. Das sieht mir nach 500 Jahren Haft aus. Anzeige ist raus. Nein, nein. Billy Eilish. Billy Eilish. Ah, okay. Kennst du den? Nee, das ist eine. Das ist ein Mädchen. Kennst du doch? Das könnte eine Leiche sein. So ah, doch. Klar, steig immer hinten ein. Doch sie fängt niemals an zu schreien. Doch nee, das ist nicht, was ich kann. Das ist gar kein Blödsinn. Ja, cool. Tropfen griechischer Rotwein. Glaub mir, ich bin nicht euer Fan. Warum schaut ihr nicht mal nach? Jetzt ihr denkt, dass ich euch verarsche. Stella ist aus reinem Latex und mein bester Freund, der mag es. Ich bin kein kranker Killer, nein, fesseln muss das sein. Ihr seid doch die Polizei, bin unschuldig, lasst mich frei. Stella. Stella. Null. Das ist Stella. Stella, Stella. Das ist ne scheiß Gummipuppe. Ihr seid doch die Polizei, Polizei, Polizei. Wir sind nicht die Polizei. Was? Entführer. Aber gut, dass sie sich eine Maske danach aufgesetzt haben. Das ist schon mal viel wert. Ja. Ich gehe mich mal kurz frisch machen. Okay. Ja, kennst du, pass auf, kennst du die Werbung? Ich weiß gar nicht, was da beworben wird. Da, auch so ein Abend, wo sie dann ihn nach Hause bringt, ihn aufs Bett setzt und sagt dann so, ich bin gleich wieder da, ich gehe mal kacken. Ja, kenne ich. Kenne ich, ja, ja. Ach, schon wieder eine Anzeige, Mann. Ja, diese Anzeige lassen wir jetzt mal laufen. Zacki, zacki. Was ist das? Ach, Käse. Irgendein Online-Game, oder? Ja, ja, hier so zack. Und jetzt lassen wir es mal laufen und dann können wir gleich wieder einsetzen mit Julian. Das dauert nur 2 Sekunden. Bin ich beruhigt, ja. Ja, ja. Naja, okay. Also, pass auf. Überspringen wir mal. Pum, pam, pum. Shawn Mendes. Und wer? Shawn Mendes? Shawn Mendes. Augenbinde. Das sind BH. Das sind Augenbinde mit Höschen. Steht kein Wort. Verstehst du irgendwas? Nee. Ich glaube, das ist auch hier zweitrangig. Hey, willst du verarschen? Oh, wer ist da? Ob das eine Falle war? Ja, ich glaube.
glaub, ich bin am Arsch. Aber cool gemacht, dass sie die singen das ja scheinbar selbst. Ja, ja, klar, das ist doch Julie. Wir machen das selbst, klar. Ich merke, du bist kein Julie Bam-Gucker. Ja, nicht so oft, aber immer öfter in letzter Zeit. Aber der kommt ja hier jetzt wirklich nicht weg, weil es ist so stramm gezogen, die Bänder. Die sind ja so stramm gezogen, dass er höchstens 8 Meter Spiel hat. So. Was machst du denn hier? Was tut denn hier? Deine blöden magischen Bohnen. Woher? Woher habt ihr die magischen Bohnen? Also, ich war beim Bäcker und der hat schon einfach irgendwie die falsche Bohnen. Ach, wisst ihr was? Das dauert mir zu lange. Ich werde euch einfach umbringen. Die magischen Bohnen sind kein Spielzeug. In ihnen steckt das Talent und Potenzial der größten was kommt jetzt? Unserer Zeit. Wer sie besitzt, hat die Macht, die Musikindustrie zu beherrschen. Ein super Wurf. Yeah. Ist auch gar nicht auffällig gewesen. Geil! Ja, super. Eminem und Helene Fischer. War das eine spannende Folge? Was wird aus den beiden passieren? Was hat das mit dem magischen Boden auf sich? Was mit dem Mann im Mond? Mann im Mond nicht. Ja, Merch gibt's auch. Im Bam-Shop. Aber man sagt doch gar nicht, was wird aus den beiden passieren. Was wird aus den beiden oder was wird mit den beiden passieren, so nebenbei? Oder was? Du Pfeife! Was wird geschehen? Aber hast du mitgekriegt, der hat einen Bam-Shop? Das habe ich auch noch nicht gewusst. Logisch, hat er einen Bam-Shop. Was glaubst du denn, wie er seine Kohle macht, du Null? Ja, wahrscheinlich wird er dann noch eine Serie machen. Big Bam Theory, oder? Mhm, toller Witz. Ah, Insider-Merch, nur noch bis Montag. Also greif zu, die Zeit läuft. Die Zeit läuft, ja super. Ja, gut, ja. Dankeschön. Ja. Wieso kriegen wir eigentlich keine Kohle? Wir machen doch auch gerade Werbung. Ja, normalerweise wäre das Pflicht. Ja. Ja, jedenfalls, also das war Julian Bam, Songs aus der Bohne, Teil 1, To Be Continued. Es gibt einen zweiten Teil mittlerweile, gucken wir uns auch noch an. Ja. Ja, aber an dieser Stelle sagen wir für dieses Reaction-Video erst einmal, Moment, wir müssen ja sagen, wie fandest du es denn? Ja, also ich fand es gut, die machen sich ja immer jede Menge Arbeit und auch der Schnitt, das war alles schon relativ, also ihr seid echte Profis, Jungs. Ja, Julian hat es schon einigermaßen drauf, beziehungsweise das Team drumherum. Ja, also man muss sagen, Julian Bam ist schon ziemlich cool, was die Videos angeht. Hast du jetzt, achso, komm. Julian, ja. Auf dich. Ja. Und ich sage an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Reaction-Video. Ich freue mich. Du auch?